Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, das heißt, heute ist Kakerlaken-Party-Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Das heißt, das Video eignet sich ganz gut zum Nebenbeihören, zum Entspannen, zum Einschlafen, ohne eben mein Blabla dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und super Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefongesprächen im Hörspiel. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Spreche ich mit Herr Gerdas, ja? Hubschrauber. Spricht Michael Kowalski. Herr Hubschrauber, ich möchte Ihnen Informationen geben über die Kryptowährungen. Aha. Wissen Sie, was Kryptowährung ist und wie das funktioniert? Und nee. Vielleicht haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mm-mm. Oder was? Nee. Wissen Sie gar nichts, ja, darüber? Mhm. Okay, dann ich werde Ihnen erklären, Herr Hubschrauber. Mhm. Kryptowährung ist Online-Zahlungsmittel, digitales Zahlungsmittel und funktioniert wie Euro und Dollar. Zum Beispiel, es gibt heutzutage Bitcoin und also Ethereum, Ripple und so weiter. Es gibt über 5000 Kryptowährungen auf dem Finanzmarkt. Nee, über 40.000. Wie bitte? Über 40.000. Genau. Mhm. Und Sie haben Möglichkeit, in diese Kryptowährungen investieren und jeden Monat von 40-60% zu profitieren, ja? Mhm. Das bedeutet, ja, vielleicht haben Sie etwas von Bitcoin gehört, richtig? Nee, kenne ich nicht. Also Bitcoin ist die bekannte Kryptowährung, ja? Die berühmte Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Das bedeutet, ein Bitcoin hat vor 10 Jahren nur 1 Dollar gekostet. Aha. Und jetzt kostet ein Bitcoin 22.000 Dollar. Warum? Weil diese Kryptowährung sehr oft verwendet von den Leuten, bei den Überweisungen. Zum Beispiel, sie müssen anderen Land Geld überweisen, aber per Bank dauert das eine Woche oder zwei Wochen. Aber Sie können mit Hilfe von Bitcoin das in 15 Sekunden machen. Sekunden können Sie zum Beispiel dieses Geld von anderen zu anderen Land überweisen ohne Problem. Deswegen verwenden die Leute diese Kryptowährung sehr sehr oft und häufig. Deswegen steigen die Preise von Tag zu Tag, ja? Aha. Und es gibt andere Kryptowährungen auch. Diese Kryptowährungen heutzutage kostet 50 Cent oder 1 Dollar. Und in einem Monat oder in zwei Monaten wird die Preis sehr, sehr hoch steigen. Und Sie haben Möglichkeit, diese Kryptowährungen billig zu kaufen und sehr, sehr teurer zu verkaufen. Billig ist immer gut. Haben Sie verstanden, ja? Mhm. Sehr gut. Und Sie müssen zum Beispiel den Kryptomarkt analysieren, jeden Tag. Und damit Sie ein großes Gewinn machen, ja? So was aber kann ich Sie nicht. Haben vielleicht keine Zeit oder Sie sind sehr beschäftigt. Und wir sind ein Beratungsunternehmen, Herr Hubschrauber. Mhm. Und Sie bekommen von unserer Seite Beratung. Okay. Ratschläge. Zum Beispiel, wie Sie investieren können, welche Kryptowährung heutzutage Potenzial hat und so weiter und wie lange Sie diese Kryptowährung in Ihrem Konto behalten sollen und wann ist die beste Zeit für den Verkauf. Aha. Solche Informationen bekommen Sie von unserer Seite und Sie haben Möglichkeit 100% Gewinn zu machen auf dem Finanzmarkt. So viel. Und Herr Hubschrauber, mhm. Sie überweisen uns nicht oder Sie geben uns kein Geld. Sie bezahlen uns gar nichts. Okay, das ist gut. Also kostenlos. Ja. Prima. Ja, kostenlos natürlich. Sie machen alles allein, ja? Mhm. Zum Beispiel, Sie haben, mit einem Beispiel möchte ich Ihnen erklären, benutzen Sie eine Online-Bank, ja? Ja. Von welchem Bank zum Beispiel? Von Sparkasse oder Commerzbank und so weiter. Und Ihr Geld steht in Ihrem Konto, 100% gesichert, ja? Was heißt das?
Zum Beispiel, Sie haben Online-Banking und Sie haben ein Konto in Ihrem Bank und Ihr Geld steht in Ihrem Konto 100% gesichert. Und Ihr Geld steht Ihnen zur Verfügung, jederzeit. Sie können jederzeit verwenden, auslassen oder einzahlen, ja? Das funktioniert auch so. Sie werden auf den öffentlichen und offiziellen Plattformen ein persönliches Konto haben und Sie überweisen auf Ihr persönliches Konto, nicht uns. Das bedeutet, also Ihr Geld steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aha, das ist schön. Und Sie, ja, das ist schön. Und Sie kontrollieren nur selbst Ihr Konto. Ja. Nur Sie können einloggen, nur Sie selbst. Wir haben keinen Zugang auf Ihr Konto oder jemand kann nichts, also einloggen Ihr Konto und so weiter. Das bedeutet, Ihr Konto ist 100% von diesen Plattformen, offiziellen und öffentlichen Plattformen, 100% gesichert. Okay. Das bedeutet, Sie machen alles selbstständig. Nur, Sie bekommen von unserer Seite Ratschläge. Warum? Warum brauchen Sie diese Ratschläge, Herr Hubschrauber? Weil Sie wissen nicht 100%, welche Kryptowährung Potenzial hat oder welche Kryptowährung die Preis hochsteigen oder untergehen. Vielleicht, Sie können das allein machen, aber Sie können vielleicht bankrott gehen oder 50% bankrott gehen, 50% ein großes Gewinn machen können. Ja. Das ist ja 50-50, Ihre Chance. Mithilfe von unseren Experten und Ratschlägen können Sie 100% Gewinn machen. Aha. Dafür bekommen wir von Ihrem Gewinn, zum Beispiel, wenn Sie Gewinn haben, bekommen wir von Ihrem Gewinn von zum Beispiel von 6 bis 8% Gebühr. Dieses Gebühr ist für unsere Ratschläge. Ja? Aha. Und wenn Sie den Anweisungen von unseren Experten 100% folgen, ist Ihr Gewinn von unserer Seite garantiert. Und Sie bekommen jeden Monat von 40 bis 60% Gewinn. Aha. Zusätzliches Einkommen bedeutet, ja? Mhm. Sehr gut. Okay, ich werde Ihnen jetzt alles visuell zeigen, Herr Hubschrauber. Haben Sie Internetzugang? Ja. Ja? Sehr gut. Also, haben Sie jetzt Handy oder Laptop dabei? Welche? Also, ich besitze ein Telekommunikationsendgerät und ein Personalcomputer. Okay. Dann öffnen Sie bitte Google Chrome. Das habe ich nicht. Haben Sie kein Google Chrome, ja? Nee. Welche Browser haben Sie? Safari oder? Nee, den mit der Zwiebel. Mozilla. Welche? Den mit der Zwiebel. Okay, öffnen Sie das? Ja, Moment, das braucht ein bisschen. Der ist immer sehr. Kein Problem, alles okay. Mhm. Ja, alles okay. Herr Hubschrauber, vielleicht haben Sie AnyDesk, eine Applikation in Ihrem PC, Computer? Nee, was ist das? Nee. Was macht diese Applikation also bedeutet, ich sehe Ihr Bildschirm, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Und ich kann Ihnen also sagen, worauf Sie klicken sollen und wie Sie machen können. Dann machen Sie allein von Ihrer Seite, selbstständig. Können Sie denn auch Hintergrund sehen? Nochmals bitte? Können Sie dann auch meinen Desktop-Hintergrund sehen? Genau. Oh je. Sind Sie da sicher, dass ich das sehen möchte? Herr Gerard, zum Beispiel, wir haben zwei Varianten, um zu fortfahren. Erstens, ich kann Ihnen alles mündlich sagen, dann Sie machen alles selbst von Ihrer Seite. Aber in diesem Fall brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht ist kein Problem sein, also in den manchen Schritten, technischen Schritten, weil ich sehe nicht Ihr Bildschirm. Zweite Variante, also wir können eine Applikation AnyDesk benutzen. Mithilfe von dieser Applikation kann ich Ihnen alles sagen und ich sehe Ihr Bildschirm, was Sie gerade sehen. Das können wir machen. Wenn Sie sich da sicher sind, dass Sie sich das angucken möchten, dann können wir das gerne tun, ja? Ja. Haben Sie, also, Moment. Haben Sie jetzt Laptop, ja, oder PC? Welche?
Ein Personal Computer. Personal Computer, sehr gut. Und jetzt können Sie bitte diese Applikation installieren, AnyDesk. Wie macht man das? Ich diktiere Ihnen, buchstabiere Ihnen. Aber was soll ich denn da machen? Wo soll ich das hinschreiben? Moment. Ja. Microsoft Store haben Sie, ja? Nee, was ist das? Zum Beispiel, im Handy haben Sie Play Store oder App Store, ja? Das ist auch so. Nur, das ist für, also Laptop. Für die Windows. Aber ich habe doch gar keinen Laptop. Ich habe doch nur einen Personal Computer. Ja, das geht, das ist für auch, das ist allgemein. Personal Computer und Laptop, alles funktioniert. Ja. Okay, klingt gut. Zum Beispiel, wenn Sie also einige Applikationen installieren wollen, welche Applikationen benutzen Sie? Microsoft Store oder welche? Na, Google. Da gehe ich auf Google und dann lade ich mir der Programm runter. Okay, dann können Sie Google schreiben. Wohin? Google. Also ich soll auf Google gehen, nicht schreiben. Ja, genau. Ja, dann rufe ich mir jetzt die Webseite von Google auf, ja? Genau. Ja, einen kleinen Moment. Wie Anton, schreiben Sie bitte, Herr Hubschrauber. Einen kleinen Meimer Moment bitte. Ja. Bitteschön. Ich lasse Sie gerne warten. Wie Anton? Einen kleinen Moment, ich lasse Sie gerne warten. Okay. Ja. So, jetzt befinde ich mich auf der hochfrequentiert designten Website von der Firma Google. Akustisch habe ich Sie nicht gut verstanden, Herr Hubschrauber. Können Sie nochmal wiederholen? Nicht gut. Helikopter. Helikopter? Ja. Helikopter. Was ist das? Was meinen Sie damit? Habe ich auf TikTok gesehen. Helikopter. War bei TikTok. Sie brauchen kein TikTok, Herr Hubschrauber. Sie müssen jetzt Google gehen. Ach so, habe ich vergessen. Wusste ich ja nicht. Haben Sie ja nicht gesagt. Dann befinde ich mich jetzt auf der Webseite von Google. Genau. Ja. Schreiben Sie bitte auf dem Suchfeld. Natürlich. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Okay. Y. D wie Dora. N B wie Dora. Ja, genau. Okay. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Moment. Ja, habe ich gefunden. kwkaufmann.com oder kwklosbrühe. AnyDesk haben Sie geschrieben, ja? AnyDesk.com. Habe ich in die Google-Suche eingegeben, ja, und jetzt habe ich die, ja, Versuchungsergebnisse, wo man ganz leicht in Versuchung kommt. Ja, AnyDesk.com sollen Sie draufklicken. Ja, da sind doch jetzt die Suchverzügnisse von der, ja. Bei dem was sehen Sie als Ergebnis, Herr Hubschrauber? Moment, ich muss mal kurz meine Brille putzen, weil ich sehe nichts mehr, ist alles voll geschmiert. Ja, kein Problem, alles okay. Ja, so ist das. So, jetzt ist hier so eine aprikofarbene Website. Ja, also Sie sehen eine rote Applikation, ja? Aprikot würde ich eher sagen, ja, aprikofarben, ich mag die Farbe. Ja, und ganz oben, linken Seite, ist es geschrieben, AnyDesk, ja? Muss ich mal gucken, einen kleinen Moment. Nee. Schreiben Sie bitte nochmals AnyDesk.com und öffnen Sie diese Webseite. Na, in die Google-Suche soll ich das wieder eingeben oder wo soll ich das hinschreiben? Ja, wieder Google, ja. Ja, genau. Dann gehe ich jetzt erstmal noch einmal diktiere ich Ihnen die Google-Seite. Kleinen Moment, ich muss mal die noch ein kleines bisschen, weil ich lasse sie doch so gerne warten. Kleinen Moment. Kein Problem, alles okay. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, Avi Anton, schreiben Sie Envy Nordpol. Moment, so. Wie war der erste Buchstabe nochmal? A wie Anton, A. A wie Anton. Also 3A. Dreimal A. Nein, einmal A. Einmal A. Ja, aber weil sie haben ja dreimal gesagt. Nein. Okay. Also A wie Anton. Also ein A wie Anton, ja? Nicht zwei. Genau. Okay. Einmal. Habe ich, ja.
Und N wie Nordpol. N. Ja, oder Nudelsuppe. Haben und wir jetzt? Y. Ja. Y wie. D wie Dora. Moment. D wie Deutscher Dackelclub. Hab ich. Hab ich ganz allein geschrieben schon, ja? L wie Emil. Moment, L wie Emil. Ein E wie Erektron oder wie das heißt? E wie Emil. Ach, ein E wie Etchebet. Oder wie jetzt? Ja. Ja, okay, also ein Emil, Emil. Ach, ein wie, yes. Wie die Tabletten Erektron. Oder was? Was meinen Sie jetzt genau? Haben Sie E geschrieben, ja? Ein E, Wie Etchebet. Schreiben Sie bitte jetzt S. S, S wie Siegfried. Ein S wie Schmidl. S, S. Hab ich. Siegfried. Also S, S, S. Und? Also vier S insgesamt. Kavi Kaufmann. Nein, Kavi. Kloßbrühe. Warum 4S? Na, Sie haben doch so oft S gesagt. Sie haben gesagt S, S, nein, S. Nein, das spielt keine Rolle. Jede Buchstabe sollen Sie nur einmal schreiben. Ach so, weil wenn Sie das sagen, ein S wie Schimmeldöner und dann noch danach sagen S, 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 dann denke ich, das muss so oft, kann ich ja nicht wissen. Nein, nicht so. Sie müssen diese Buchstaben, alle Buchstaben müssen Sie einmal schreiben. Ani Desk. Ach am Ende so. KaviKaufmann.com. Ja. Ja. Mhm. Ja, dann machen wir das nochmal. Also, fangen wir nochmal an, ja? Ja, ich habe Ihnen nur wiederholt. Ja, das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich durcheinander. Haben Sie schon durch, jetzt? Nee, Sie haben mich durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt haben Sie geschrieben, ja, anidesk.com, richtig, oder? Nee, weil wir hatten doch gerade abgebrochen. War doch was falsch. Ich verstehe es nicht. Okay, wie können wir fortfahren? Wie können wir fortfahren, Herr Hubschrauber? Weiß ich nicht, wie ist denn die Prozedur? Haben Sie WhatsApp? Sowas habe ich auch. Unter diesem Nummer. Ach okay, nee. Dann ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ja, aber unter dieser Nummer habe ich keine WhatsApp. Unter welchem Nummer haben Sie WhatsApp? Unter einer anderen. Herr Hubschrauber, jetzt klicken Sie Suchfeld drauf, nochmals. Bei Google wieder? Oder wo? Ja. Okay, kleinen Moment. Ich lasse Sie nochmal ein kleines bisschen warten. Mache ich ja gerne. So, und jetzt müssen wir noch hier klicken und da so ein bisschen klicken und hier noch ein bisschen drücken. Und jetzt bin ich auf die Google-Seite, ja? Nu? Jetzt schreiben Sie bitte A. Ein A wie Abfall, ja? Habe ich? Ja. Ja. N. Dann ein N wie Nudelsuppe. N. Naja, ein ja. N wie Nudelsuppe. Eine N und eine Y. Y. Eine Y wie Jagdfleisch. Y. Y habe ich. Und D wie Dora. D, Buchstabe D. Einmal. Ein D wie. Was fängt denn mit D an? Draußen vom Wald. Dobbenlord. Ja, habe ich. Dobbenlord oder Dora, ja? Ja, D. Oder Drachenlord. Sehr gut. Ja. Und E. E wie Emil. Emil. Ja, oder Erektionsstörung. Habe ich. Welche? Na, Erektionsstörung habe ich jetzt. Haben Sie E geschrieben, ja? Ja. Und schreiben Sie S. S wie Siegfried. Oder Saftschubse. Habe ich. Und K wie Kaufmann. Einmal K. K. Ein K wie, ja. Wie Kobold aus dem kleinen Schniedel. Kaufmann. Wie Kaufmann. Kaufmann. Ja, oder Kloßbrühe. Und .com. Ein P wie Paula oder Popel? P, nein, kein P. Punkt. Ach so, das Zeichen meinen Sie? Ja, Zeichen, Punkt. Und dann ein, was kam nach dem Punkt? Com. Also ein Punkt C. Com. Habe ich ein C? Kommt noch was nach dem C? Nein, zum Beispiel am Ende der Webseite steht .com, ja, wissen Sie das? Steht da nicht normalerweise .de? Zum Beispiel Facebook.com oder und so weiter, .com, ja? Das so was gibt es mit .com? Ich kenne das nur mit .com, ja, .com. .de kenne ich das nur. Gibt es das auch mit .com, ja? Nicht .de, .com schreiben Sie. Also Facebook.com und jetzt, suchen, oder was? Zum Beispiel am Ende Facebook.com steht .com, ja? Also Facebook.com. Sie müssen diese .com schreiben.
Moment. Anydesk.com. Anydesk.com. Moment, ich bin nicht so schnell. Gerade sollte ich doch noch Facebook. Warum? Facebook? Na, Sie haben doch jetzt mehrmals gesagt, ich soll mal auf Facebook.com gehen. Nein, nicht Facebook.com. Wenn Sie nicht verstehen, können wir jetzt abschließen, Herr Hubschrauber. Sie sind technisch nicht gut, ja? Aha. Aber was muss ich denn jetzt machen? Ja, letztes Mal, ich werde Ihnen erklären. Schreiben Sie bitte anydesk.com und öffnen Sie diese Website einfach. Das ist nicht kompliziert. Naja, aber Sie haben doch gerade gesagt, ich soll auf Facebook gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Ihnen gesagt, nicht Facebook gehen. Zum Beispiel, ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt. Ach, das war nur ein Beispiel. Das haben Sie nicht gesagt, .com, dass das für ein .com, Beispiel ist. Wie wissen Sie ja, was bedeutet .com? Nee, was heißt das? Sie wissen das noch nicht. Dann können wir abschließen, Herr Hubschrauber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich hab dich ja nur verarscht. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Bin ich da mit Herr Lipp? Ja. Um Sie zu erreichen, so wäre ich am Apparat. Ich rufe Sie gerade vom Bitcoin-System und ich wollte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Toll, ja, bei Amazon kann man was kaufen, aber im Online-Handel. Wie bitte? Ich habe Ihnen abgehakt gehört. Na, Amazon ist doch Online-Handel. Also wir machen zu dieser Zeit eine Kampagne über Online-Handel. Also Online-Handel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in die Finanzinstrumenten wie zum Beispiel Aktien, Indizien, Kryptowährungen, Rohstoffe oder Währungen. Haben Sie bestimmt darüber gehört, oder? Dabei ist doch was anderes. Online-Handel ist Amazon. Aber nee, das ist etwas anderes. Also Online-Handel, also Amazon, es ist eine von denen, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Bei Amazon. Ja, genau. Amazon ist es ein Online-Handel, aber es geht nicht immer um Amazon. Da gibt es auch verschiedene Finanzinstrumente, wie ich Ihnen gesagt habe. Zum Beispiel bei dem Rohstoffe. Bei dem Rohstoffe ist es Öl zum Beispiel und es ist sehr profitabel. Wissen Sie wieso? Weil, wie Sie bestimmt gemerkt haben, die Ölpreise sind sehr hoch gestiegen. Ne? Sie haben es bestimmt gesehen, oder? Das ist nicht eine gute Sache für unser tägliches Leben, für unsere Taschen, aber in der Börse, wir nutzen diese Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Also, wir kaufen mit einem niedrigen Preis und danach wir verkaufen mit einem in einem teuren Preis. Und so kann man auch Geld davon profitieren. Wir machen diese Kampagne zu dieser Zeit, weil wir, wie Sie es ja schon wissen, wir haben den Winter vor uns und die Energiequellen, also wir werden heizen und der Preis wird es hochsteigen im Winter natürlich. Und wir versuchen es jetzt zu kaufen in einem niedrigen Preis und danach im Winter teuer zu verkaufen und so etwas Geld zu verdienen. Ne? Und am Ende, sie werden gar nichts verlieren, ja, weil... Das ist ja widerlich. Wie bitte? Das ist ja widerlich. Wieso denn? Sich da auch noch an der Korruption beteiligen. Wie in der Korruption? Nein. Naja, die Preise nach oben steigen lassen, das ist ja widerlich. Nein, also das hat nichts zu tun mit Ihnen. Also Sie werden diesen Preis nicht hochsteigen, aber ja, der aber Markt bewegt... Ja, aber das haben Sie doch gerade gesagt, dass ich das der kaufen soll und dann teuer verkaufen soll. Und das ist widerlich. Eigentlich, der Markt bewegt sich von selber an, weil wir befinden sich jetzt in einem Krisen. Alleine bewegt ne? sich doch da gar nichts. Es bewegt sich doch nur, weil es da ganz viele widerliche Menschen gibt, die da investieren. Nein, Sie sind da falsch darüber informiert, weil Nein, wir befinden sind sich Sie jetzt in einer Krise. Informiert. Wir befinden jetzt in einer Krise, ne? Und immer nee. Wenn es Krisen gibt, der Wo Markt einer Seele... Haben die Sie die Krise? Kriege ich wirklich eine also, Krise bei den Lügen. Wir haben eine sehr große Inflation. Ich glaube, Sie haben darüber gehört. Die Lebensmittelpreise sind sehr hoch gestiegen. Ne? Wir machen diese Kampagne Ja, aber mit der Inflation aus, haben ja die Lebensmittel nichts zu tun. Doch, das hat zu nee. Tun. Die Doch. Lebensmittel haben ja mit einer Inflation nichts zu tun. Also, Sie sind da ganz falsch. Also, nee. Lassen Sie mich Ihnen... Das, was Sie da erzählen, ist ja eine absolute Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Können Sie mir das erklären? Was Sie da erzählen? Was erzähle ich hier? Also, Nein, das was Sie hier machen... was mit der Inflation zu tun haben, das stimmt ja gar nicht.
doch, das stimmt. Inflation hat mit Geldentwertung zu tun, aber nicht mit Lebensmitteln. Ja, mit Geld, aber mit Geld, wir kaufen auch die Lebensmittel und ja, aber die leben halt von haben Geld. Ja dann nichts mit der Inflation zu tun. Also Sie haben es bestimmt gemerkt, wie die Preise hochgestiegen sind. Die Ölpreise haben Sie bestimmt gehört, ne? Ja, das habe ich, also. Hab ich nicht nur gehört, das habe ich auch gesehen. Aber was ich viel mehr bemerke, ist, dass Sie hier die Leute bescheißen wollen. Also, das ist etwas, das wir nicht umsonst machen, ne? Also, wir machen das, weil das ist profitabel zu dieser Zeit. Wir haben diese Sache auch in der Corona-Zeit gemacht, wo wir eine Krise hätten in der Corona-Zeit. Und Leute haben vorher mehr Profite erschafft als vorher. Und deswegen, wir machen das nochmal, weil, naja, wir befinden uns jetzt in einer Krise. Deswegen wollen Sie das machen. Wie bitte? Weil Sie geldgierig sind, wollen Sie das machen. Nein, denn ich werde also, ja, nicht. Warum denn sonst? Ja, warum denn sonst? Ja, ich erkläre Ihnen das auch. Also, wir machen diese Kampagne, um Kunden zu haben, ne? Und was wir brauchen, ist langfristige Kunden. Um langfristige Kunden zu haben, muss man auch Profite für die Kunden erschaffen. Und so die Erfolgsrate an der Markt steigt bei uns und das ist unsere Profitierung halt. Also ja, das ist eine gegenseitige Interesse. Ja. Viel schöner wäre, wenn man sowas gar nicht erst macht, dann würden ja die Preise gar nicht steigen. Aber das hat ja nichts zu tun mit uns, sondern mit etwas anderes. Also das macht der Welt nicht uns. Also ach so, die Weltkugel ist dann die böse Kugel. Oder die Weltpizza. Ja, genau. Also also leben wir auf einer bösen Kugel oder einer bösen Scheibe. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wie bitte? Was? Ich habe Ihnen nicht gehört. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Na, kommt auf den Blickwinkel darauf an. Man muss ja alle Sichtweisen akzeptieren. Von daher kann ja sein, dass eine Kugel ist oder eine Pizza oder ein Erdhügel oder weiß ich nicht. Was denken Sie, Sister? Na, was ich denke, habe ich ja gesagt. Was haben Sie gesagt? Wörter habe ich gesagt. Ganz viele. Wie bitte? Ich habe ganz viele Wörter gesagt. Ich mag viele Wörter. Wenn ich viel rede, dann kommen da viele Wörter bei raus. Und dann habe ich viel gesagt. Ja, dann, okay, alles klar. Dann, haben Sie mich bis jetzt verstanden? Haben Sie irgendwelche Fragen? In der Frage habe ich nicht, aber verstanden habe ich sie auch, ja. Okay, denn sehr schön, das freut mich auch. Und haben Sie mal schon gehandelt? Bei eBay habe ich mal gehandelt, ja. Bei dem eBay? Ja, da habe ich meine Schlüpfer reingestellt. Ach so, ganz schön, denn ja, das ist sehr schön. Und haben Sie davon eine gute oder schlechte Erfahrung gehabt? Da bist du jetzt ausschließlich gut, weil eBay kümmert sich ja um deine Kunden. Okay, sehr schön. Also Sie haben mit Aktienkursen halt gehandelt, ne? Weil Amazon ist eine Aktie. Wie ne? Na, bei eBay mit Schlüpfer. Die mit den Bremsspuren geht am besten weg. Okay, denn nun haben Sie selber gehandelt oder mit einem Berater? Nee, bei eBay gibt es keine Berater, das muss man da alles alleine machen. Okay, denn also Sie haben selber gehandelt, das ist ja sehr schön. Aber ja. Hier bieten wir für die Kunden auch einen Berater, so einen Experten, die Ihnen helfen will, zum Nachrichten, was in der Markt passiert und wo Sie am besten Profite erschaffen können. Und ja, Sie haben ja schon Erfahrung in diesem Bereich und Sie werden uns sehr gut mit dem Broker verstehen, da bin ich ja sicher. Und Sie haben auch den Probezeit, also Sie werden uns erstmal testen, wie wir arbeiten, wie viel Profite Sie erschaffen können und so alles. Und euer Kapital wird nicht riskiert, weil Sie werden so einen Willkommensbonus oder so einen Kapital, das ist nicht auszahlbar, sondern nur uns zu testen.
Also euer Kapital wird nicht riskiert. Die ersten Trades werden mit unserem Bonus eingesetzt und am Ende sie werden gar nichts verlieren. Aha. Ja, so läuft das. Und naja, ich glaube, sie können gute Profite erschaffen. Weil wir haben in Oktober auch den Halloween und viele Leute werden bei eBay kaufen und bei Amazon werden viele kaufen und sie können Profite erschaffen davon. Simsalabim. Wie bitte? Simsalabim. Was heißt das? Na, so wie man das gesagt hat. Wie bitte? Blubberwasser. Also, haben Sie mich jetzt verstanden? Also, was halten Sie davon? Gefällt es Ihnen oder gefällt es Ihnen nicht? Verstanden habe ich dich, mein Bettumfall. Wie bitte? Ich habe dich verstanden, mein Bettumfall. Okay, denn. Und was halten Sie jetzt? Wie finden Sie das? Ja, da bekomme ich Fracksausen. Wieso denn? Doch, weil ich mag es nicht, die Leute zu betrügen. Leute zu betrügen? Wieso denn? Doch, wenn man anderen Leuten was wegnimmt. Ich nehme euer Geld nicht, weil hier läuft es alles unter dem Gesetz. Also, das wird euer Konto sein, euer Geld. Naja, aber wenn man Gewinn macht, dann muss doch irgendeiner was verlieren. Also, im Leben gibt es gar nichts, ohne zu riskieren. Also im Leben, man muss auch riskieren, um etwas zu profitieren. Aber Sie müssen auch wissen, wir handeln in dem Markt nicht riskant. Also wir handeln mit sicheren Investitionen und, naja, um gute und kleine Profite zu erschaffen. Sie werden euer Konto haben, das ist gleich wie ein Bankkonto. Sie müssen das ja auch wissen, weil Sie haben ja schon Erfahrung. Das wird euer Konto sein mit eurem Namen, Nachname und wo Sie können schauen, euer Kapital, eure Profite und alles. Und niemand hat Zugriff auf Ihrem Konto eigentlich. Aha, das haben Sie aber gut verkasematuckelt. Hallo? Ja, hallo? Ja. Entschuldigung, die Leitung war weg. Was haben Sie gesagt? Ja, ich habe gesagt, das haben Sie gut verkasematuckelt. Wieso denn? Denken Sie so? Naja, ist doch was Gutes. Ja, das ist etwas Gutes eigentlich, weil wir machen das nicht einfach so umsonst. Wenn das schlecht wäre, dann würden wir das nicht machen. Ja, nichts ist umsonst. Ja, also, soll ich Ihnen das so... Umsonst, da muss man ja auch Geld an der Seite schaffen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man ja da einfach in so ein Loch geschlissen. Also, da haben wir verschiedene Kontotypen an. Also, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also, es kommt drauf, mit welcher Summe Sie anfangen möchten. Entweder mit einem Bronze-Konto, Gold-Konto oder VIP-Konto. Also, das ist ja kein Problem. Kann man da auch in Hüftgold investieren? Ich habe Ihnen nicht gehört. Nochmal bitte? Hüftgold. Hüftgold? Ja. Also, der Bronzekonto ist mit 250 Euro, Goldkonto ist mit 500 und ein VIP-Konto ist 1000. Also, Sie entscheiden selber, mit welchem Summe Sie anfangen möchten. Aber erstens, es ist nicht so, dass Sie eurem ganzen Kapital einsetzen werden bei dem Trade, weil Sie werden nur 3 Trades pro Tag einsetzen und naja, das kostet so ungefähr 5 Euro oder 10 Euro pro Trade. Also das heißt ungefähr 20 Euro zum Beispiel oder so etwas. Also Aha. Euer Kapital wird nicht alles eingesetzt, also nicht riskieren oder ja. Moment, jetzt gerade ein Brummer gegen mein Nasenfahrrad geflogen, bitte, das muss ich mal kurz putzen. Wie bitte? Hallo? So, jetzt haben wir wieder den Durchblick. So, also dann soll ich das jetzt nochmal testen, oder wie? Und wie lange kann man das da testen? Also, eine
Woche bis 10 Tage. Sie haben Probezeit. Sie werden es schauen, wie wir in dem Markt operieren lassen und wie viel Profite Sie erschaffen können. Wenn Sie zufrieden sind, dann machen Sie weiter und wenn nicht, dann können Sie jederzeit zurücktreten und ja. Ja. So funktioniert das. Was halten Sie davon? Probieren kann man alles erstmal. Ja, so denke ich ja mal auch, eine neue Erfahrung zu haben, weil Sie haben ja auch selber gehandelt, aber mit einem Expert, das ist besser, ne, weil unsere Experten haben ja 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, ne, und naja, Sie haben gute Strategie, um Geld zu profitieren. Ja, wenn ich bei Kaufland an der Fleischtheke stehe, dann koste ich auch immer erstmal vorher von der Bettbälle, weil und wenn das geht zum Kosten, kriegt man das auch immer alles gratis. Gut, immer durch Sortiment. Wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie denn? Ich bin 29. 29? Ja, also schon ein kleines bisschen reifer. Okay, dann. So, was werden wir jetzt machen? Na, testen, dachte ich. Testen? Und mit welcher Summe denn möchten Sie anfangen? Weiß ich nicht, was haben Sie denn dafür eine Summe zum Testen? Ich habe Ihnen das am Anfang gesagt. Sie können mit einem Bronzekonto anfangen mit 250 Euro, mit einem Goldkonto von 500 Euro oder mit dem VIP-Konto mit 1000 Euro. Sie entscheiden selber, mit welcher Summe Sie einsteigen wollen. Ja, weiß ich nicht. Nimmt man dann natürlich gleich die große, wenn man das damit erstmal testen kann. Wie bitte? Ja, dann nimmt man erstmal das Große, wenn man das damit testen kann. Also, mit dem großen Summe meinen Sie, wollen es testen? Wenn Sie sagen, das kann man testen, dann teste ich das mit der großen Summe. Also, ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, mit einem kleineren Summe zu anfangen, wie zum Beispiel 250 Euro. Wenn Und warum? Weil Sie werden es einfach testen und wenn Sie zufrieden sind, dann können Sie mit einer größeren Summe dann anfangen lassen. Aha. Ja, ich sage das Ihnen für das Beste, ne? Weil Sie testen es mit einem kleineren Kapital, Sie werden es schauen, wie es läuft und wie das funktioniert. Und wenn Sie wollen, danach, Sie können mit großen Summen anfangen zu handeln und so mehr Profite zu erschaffen. Also Sie wollten es uns ja erstmal testen lassen. Ich habe Ihnen mit 250 Euro gesagt, aber am Ende, das ist eure Entscheidung, mit welcher Summe Sie anfangen möchten, ne? Ja, da, wenn man sich dafür das Große zum Probieren mal austesten kann, dann nehme ich natürlich das Große. Ja, auch mit 1000 Euro oder mit 500 Euro, Sie können uns testen. Das ist ja kein Problem. Also, das ist alles gleich. Nur die Summe ist anderes, ne? Aber die Arbeit ist gleich. Ja, dann nehme ich ja gleich das Große, weil wenn die Arbeit die gleiche ist, dann macht ja das. Warum soll man denn weniger nehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, denn also für die Kunden wie eigentlich ich würde Ihnen empfehlen, mit einer kleineren Summe zu anfangen und zu testen. Aber wenn Sie wollen noch mehr, dann fangen Sie mit mehr an. Das ist ja kein Problem. Also, ja. Mit welchem Summe denn haben Sie gehandelt vorher? Also die Schlüpfer verkaufe ich meistens für 30 Euro. Wenn Sie bitte? Vor drin ist mit 50 Euro. Mit 50 Euro. Ja. Oh, okay, 30 bis 50 Euro. Okay, alles klar. Das ist ja kein Problem. Also, was werden wir jetzt machen? Was wollen Sie eigentlich machen jetzt? Soll ich Ihnen das zeigen? Unsere Plattform oder? Haben Sie einen Computer oder ein Handy, wo ich Ihnen das konkreter zeigen kann? Auf welche Frage soll ich denn jetzt zuerst antworten? Ja, was wollen Sie machen jetzt? Na, testen. Testen? Ja. Okay, dann mit welchem Kapital möchten Sie anfangen? Na, Sie haben doch da gesagt, da gibt es ein großes Paket zum Ausprobieren. Wie bitte? Sie haben doch gesagt, dass es da ein großes Paket zum Ausprobieren gibt.
Ja, das große Paket ist mit 1000. Ja. Okay. So, alles klar. Und wir möchten Sie diese Transaktion machen. Was für eine Zahlungsmethoden haben Sie denn? Braucht man sowas? Ja, also um eure Konto zu aktivieren. Verstehe ich nicht. Also Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich und das funktioniert eigentlich so, oder? Bei eBay, da stelle ich meine Schlüpfer rein und dann kriege ich Geld auf mein Konto. Und dann schicke ich das per Post weg. Per Post? Ja. Sie machen per Post das? Ja. Machen Sie das nicht mit einem Kreditkarte, Visa oder Masterkarte? Nee, mit Selbstabholung biete ich nicht an. Da weißt du doch gar nicht, was da nachher für Pusebucke kommt. Also, wir haben eigentlich die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte, Visa oder Masterkarte, die Einzahlung zu machen oder per Bankdaten mit Online-Banking. Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Wie bitte? Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Also, ich werde Ihnen zum Beispiel die Bankdaten schicken und Sie haben den Online-Banking, diese Applikation von der Bank in eurem Handy. Und Sie können das mit dem Handy machen bei dieser Applikation da. Und ja, das ist alles. Oder mit einem Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Ich bin jetzt nicht. Aber da wird im Hintergrund geklatscht. Hat da einer Querluft gezogen, oder? Ist da... Wie bitte? Ja, hat da einer Querluft gezogen oder Ratzefummel wieder im Hintergrund? Also es ist ein bisschen laut zu dieser Zeit, weil jemand von unserem Büro hat einen Geburtstag. Ach so. Ja, ja. Entschuldigung, wir sind ja auch Leute hier und wir haben Kollegen in der Arbeit. Sie müssen ich habe auch manchmal Geburtstag. Ja, wann ist es euer Geburtstag? Meiner? Ja, wann haben Sie Geburtstag? Ich habe am 18.07.94. Okay, alles klar. Eine Sekunde? Es ist ein bisschen laut, ne? Das tut mir leid. Wie ich Ihnen gesagt habe, jemand hat Geburtstag von bei unserem Büro jetzt gerade. Ja. Ja, okay. Kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen später anrufen? Warum? Weil hier ist es ein bisschen laut und vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen später anrufen, wenn es für Sie passend ist. Und ich muss auch etwas bei der Finanzabteilung fragen für Sie, um etwas Besonderes für Sie zu machen, weil ich wollte so gern mit Ihnen arbeiten. Ich wollte aber sagen... Ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Wie bitte? Ich sagte, ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich am Telefon, aber ich muss bei der Finanzabteilung nachfragen. Ja, dann warte ich so lange. Aber das dauert ein bisschen. Ja, aber nicht, dass nachher ein Wurmloch kommt und dann ist nachher der Wetterfrosch weg. Wie bitte? Ja, ich sagte nicht, dass ich nachher in ein Wurmloch falle und dann bin ich weg. Nein, nein, das glaube ich nicht. Also. Verstehe ich jetzt nicht, aber ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich jetzt. Eine Sekunde, es ist sehr laut. Eine Sekunde. Ja, du fährst die ganze Zeit schon. Ja, hallo? Hallo, Herr Laudio. Ich heiße David, ich rufe Sie von Knusprig an. Mein Nachname. Bitte schön? Mein Nachname wäre Knusprig, Knusprig. Also, Herr... Laudio, ja? Nee, das ist mein Vorname. Oh. Der Nachname wäre Knusprig, Knusprig. Entschuldigen Sie bitte. Also, ich heiße David. Ich rufe Sie von Definitere. Sie haben unser Software-System Cryptomethod registriert. Stimmt das? Wie ist denn Ihr voller Name? Bitte schön? Ihr ganzer Name. Sie heißen ja nicht nur David. Ich heiße David. Ja, und weiter? David Stefan. Ich heiße David Stefan. Mein Name und Vorname. Also David Stefan. Aha, okay. Ja, okay. So, und von welcher Firma aus rufen Sie an? Definitere. Was für ein Ding?
Also, wir sind eine internationale Investmentgesellschaft. Definite Area. Ja. Sie haben in unser Software-System Crypto-Method registriert. Ja? Wer, ich? Nö. Sie haben in unser Software-System. Das ist eine Plattform für Handeln. Wann habe ich denn das gemacht? Sie haben das am 26. September gemacht. Nee, das kann nicht sein. Ja, aber warum? Ja, kann aber nicht sein. Am 26. September hatte ich zu tun. Da hatte ich den PC gar nicht an. Oh, der 20. September. Ja, ich habe zwei Daten. Sie haben vielleicht zweimal gemacht. Aber. Oder 20. September finde ich ja lustig. Sind Sie sich da jetzt selber nicht einig, wo Sie die Daten hergekauft haben oder was? Ja, aber vielleicht kann sie erzählen über unser Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen für Handeln, Investieren. Haben Sie Erfahrung im Handeln? Ja, im Handeln habe ich eine Menge Erfahrung. Bin ich Profi. Sie handeln jetzt, ja? Ja, da bin ich Profi im Handeln. Also, aber wir helfen jemandem mit Handeln. Wir haben ein Robotsystem. Ja. Dieser Robot funktioniert so. Er öffnet ihr Trades automatisch und verschließt. Ja? Verstehen Sie? Nee. Es gibt einen Roboter. Ja? Vielleicht, wenn Sie registrieren auf unserer Plattform, Sie benutzen Robot. Ja? Sie handeln mit Robotsystem. Mit dem Robot. Ja. Aha. Okay. Und wir arbeiten mit Robot oder mit Finanzexpert. Sie können arbeiten mit Robot und Finanzexpert zusammen. Ja, weil vielleicht zuerst Sie handeln mit Robot. Dann Sie können sehen, was Robot hat gemacht. Ist Robot vielleicht, nicht gut? Robot ist besser, weil... Aber wofür brauche ich denn noch einen Mitarbeiter, wenn Robot das gut kann? Bitteschön? Wozu brauche ich denn noch den Mitarbeiter, wenn Robot das gut kann? Ja, mit Robot ist es besser, weil wenn wir benutzen Robot, ja, wir bekommen von 30 zum 45% Gewinn. Ja, vielleicht wenn wir investieren 500 Euro, ja, dann bekommen wir zum Beispiel noch 200 Euro. Das zum Beispiel, weil er öffnet und schließt ihre Trades, ja? Verstehen Sie? Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich da anfange? Bitte schön? Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich damit anfange? Wie viel ich bekomme? Ja. Ich bekomme nichts, weil meine Arbeit ist, sie erklären und zum ihre Konto und ihre Konto registrieren, ja? Weil warum benutzt du Robert nicht selber? Weil ich kann nicht da. Gar nicht mehr arbeiten. Also ich arbeite in diesem Unternehmen und ich kann nicht benutzen diesen Robot. Ja, aber weil, dann kannst du doch kündigen und den und Robert benutzen, wenn man damit viel mehr Geld macht. Okay, hör mir. Ich kann nicht diesen Robot benutzen, weil ich arbeite hier und das ist nicht so gut, wenn unsere Mitarbeiter benutzen diesen Robot. Das ist schlecht. Wir können Robert nicht das machen. Warum nicht gut sein? Das ist gut. Na, wenn Robert gut ist, dann würde ich doch meine Arbeit kündigen und lieber in Robert investieren, als in die Zeit von der Arbeit. Ja, Sie hören mir. Wenn Sie investieren mit unserer Unternehmen, ja, ja. Sie bekommen Robot-System, ja, und dann sprechen Sie mit Finanzexpert. Sie besprechen Ihre System, wie Sie investieren dann, ja, verstehen Sie? Und Robot macht alles allein, ja, dann Sie bekommen... Robot allein zu Hause. Ja, aber Sie können sehen, was Robot gemacht hat, ja? Und eine Überwachung? Ja. Ah, wie bei der Stasi. Ja, das ist gut, weil wenn macht das Robot, Sie bekommen 30 oder 45% Gewinn.
Ja, wenn, wie ich sage, dass vielleicht 500 Euro investieren Sie, dann bekommen wir zum Beispiel 200 Euro. Und wie sind die Arbeitszeiten von Robert? Er arbeitet 24 Uhr pro Tag. Oh, der arme Kerl. Aber ja, gut, vielleicht. Großes Ziel ist. Welche Ziele haben Sie? Ausbeutung. Ah, Robert, okay. Ausbeutung. Ja. Ja, okay. Zum Beispiel, Moment. Na, hat jetzt wieder wer Intelligentes zugehört. Ah, okay. Ja. Alles klar. Hören wir, Robert arbeitet, ja. Zum Beispiel, er arbeitet jeden Tag und dann, wenn Sie arbeiten auf Ihre Arbeit, Sie kommen zu Hause und dann können Sie auf unserer Plattform sehen, was Robert gemacht hat. Ja, zum Beispiel, er öffnet Trades oder er läuft Trades oder er schließt Trades, ja. Und dann Sie sagen, dann Sie sprechen mit unserem Finanzexperten, dass alles klar oder dass alles gut für Sie ist oder alles schlecht für Sie. Da vielleicht, ich sage zum Beispiel, also, mir gefällt Ihre Unternehmung, ja, ich möchte mit Sie noch arbeiten. Oder Sie sagen, okay, alles schlecht, ja, Ihre Roboter, vielleicht gefällt mir nicht. Aber unsere Kunden sagen das. Alles klar, Sie bekommen 30 oder 45% Gewinn. Sie können starten mit 250 Euro. Das ist minimal Deposit. Ja, fahren Sie ruhig fort. Bitte schön? Ja, fahren Sie ruhig fort. Ja? Ja. Vielleicht wollen Sie einen Deposit machen. Ein was? Vielleicht wollen Sie investieren jetzt. Und worin denn? Am Wochenende arbeiten wir nicht, weil alle wir Leute und wir wollen mit unserer Familie zusammen sind. Ja, vielleicht ich kann Sie am Morgen telefonieren oder wir können aber heute jetzt. Heute ist doch gar nicht Wochenende. Bitte schön? Aber heute ist doch gar nicht Wochenende. Ja, heute ist nicht Wochenende. Wir können doch jetzt machen. Naja, aber weil Sie sagen, wann anders, ich hab doch jetzt gerade Zeit. Ich sitze doch jetzt gerade auf Toilette. Bitte schön. Was? Können Sie nochmal wiederholen? Weil ich habe ja, nicht ja, so gut jetzt gehört. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt bin ich gerade auf dem Pott. Da können wir uns eine Menge Zeit lassen. Ach so, aber mit welchem Deposit können Sie starten? Mit was? Mit welcher Summe können Sie investieren jetzt? Wie meinen Sie das? Ich soll was handeln. Im Handeln bin ich gut. Nicht gut? Ja. Aber warum? Ich habe Sie erzählt über Roboter, über unsere Finanzexperten. Ja, aber verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil im Handeln bin ich doch gut. Das ist gut, weil unsere Kunden bekommen 30 oder 45% Gewinn. Das ist so viel. Das ist so viel. Wenn Sie allein handeln, Sie bekommen vielleicht 10% Gewinn. Aber das ist nicht so gut. Es kommt immer auf die Marge, auf die Spanne an, was das Produkt so wert ist. Also, unser Unternehmen hat Erfahrung. Also, Moment. Unsere Finanzexperten haben mehr als 7 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten. Und wir arbeiten schon 10 Jahren. Sie können mit uns handeln und alles wird gut. Ja. Ich kann Sie eine E-Mail senden, dann können wir einen Deposit machen. Was dann, jetzt mit dem Emil? Bitte? Ich dachte, der Robert. Wozu brauchen wir dann jetzt noch den Emil? Nein. Okay, zuerst, wenn Sie wollen mit unserem Unternehmen handeln, ja. Ich muss Sie auf unsere Plattform registrieren, ja? Ja. Weil wir haben Ihre Informationen, ja? Aber Sie müssen zuerst registrieren, dann Sie müssen bezahlen, Sie müssen ein Deposit machen. Ein Deposit, das
Das ist, ich meine, dass Sie müssen investieren. Zum Beispiel diese 52 Euro. Sie müssen bezahlen und dann Sie bekommen alle Daten. Ihre Daten, ja, und dann Sie können auf unsere Plattform loggen, ja, und dann sehen Sie, was unsere Robot machen, und dann bekommen die auf jeden Monat bekommen Sie einen Gewinn, ja, das ist 30 oder 45%. Ja. Ja, können wir jetzt das machen? Ja. Ja, okay. Dann, Moment, ich sende Sie eine Mail, okay? Ja. Moment. Mein Kaffee ist schon alle heute. Das ist blöd. Ich hatte gerade den Gedanken an meine Kaffeetasse verschwendet, weil dann ist mir eingefallen, die Kanne ist leer. Ist ja blöd. Naja. Guck, das ist gekommen. Ein Virus Beat. Die gibt es nur in solchen großen Abpackungen. Weil die, weil früher hatten die Mainboards das drauf, heute gibt es das so nicht mehr. Muss man selber drauf basteln. Ich finde das kacke, wenn der Computer kein Geräusch macht. Naja, es sind halt jetzt 10 Stück, dann haben wir noch 100 Jahre Zeit für neue Computer. Also? Ja. Hallo nochmal. Ja, ich bin da. Ich auch. Also, können Sie Ihre E-Mail öffnen? Achso, da muss ich erstmal meinen Computer anmachen. Ja, bitte schön, ich warte. Ja. Machen wir mal den Computer an. Wie geht es? Ganz öffnen gut. Sie Ihre Mail? Danke der Nachfrage. Öffnen Sie Ihre Mail? Was? Öffnen Sie Ihre E-Mail? Also die E-Mail, da muss ich doch erstmal den PC fertig hoch. Bitte schön? Der PC fährt noch hoch. Okay, ich warte noch. Ja. Vielleicht kann ich hier noch etwas erzählen über unsere Plattform oder unser Unternehmen. Ja, können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, es kann sein, ja? Ja. Okay, wenn Sie investieren mit uns, ja, man kann mit drei Weise handeln, also mit Robosystem, mit Finanzexpert oder mit Robot und Expert zusammen. Ja, aber dann wählen Sie, was Sie wollen. Vielleicht wollen Sie mit nur Robot oder nur Finanzexpert oder zusammen. Was ist für Sie besser? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da besser? Ja, ich meine, dass Robot und Expert zusammen, das war das ist der mehr besser. Ich habe gerade eine Packung aus mit so kleinen Virus-Beats, so Computer-Beat-Geräten. Da ist ein Frauenhaar mit drin. Das ist ja eklig. Also, jetzt öffnen Sie Ihre PK? Was? Öffnen Sie Ihre PC? Ne, den PC nicht. Ich muss erstmal den Computer hochfahren. Aber öffnen, wenn ich den jetzt öffne, muss ich ihn ja wieder ausschalten. Wollen wir ja nicht. Okay, aber ich habe Ihre, auf Ihre Post eine E-Mail geschrieben. Ja, da gucke ich, wenn der, sobald er hochgefahren ist. Erstmal mal. Gibt's nichts? Da muss er erstmal hochfahren, der Rechner. Das Ding hier hält aus Spucke und Klebeband. Das, ich bin froh, wenn der überhaupt angeht. Ach so. Okay, und vielleicht ich kann, vielleicht können Sie mit Handy öffnen. Nee, das ist mir zu fummelig. Da habe ich aber die E-Mail-Adresse nicht drin. Bitteschön. Dankeschön. Gut. So, denn das dauert noch ein bisschen, der ist noch nicht ganz warm. Guten Tag, ich heiße Carla Klein, ich bin Kollegin. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre E-Mail aufgemacht? Ja, aber was machen Sie denn jetzt am Telefon? Also ich helfe Ihnen.
einfach so. Ja, aber das hatte doch der andere gerade gesagt. Ja, also ich möchte jetzt Ihnen helfen. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre E-Mail ausgemacht? Nee, haben Sie da einen Brief von Reich Hansen bekommen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da erstmal den Computer angemacht, habe ich doch gesagt. Okay, ich warte. Alles gut. Mhm. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum da auf einmal ohne Vorwarnung wer anderes dran ist. Hallo? Also bei uns steht, dass Ihre E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Können Sie bitte mir buchstabieren Ihre andere E-Mail-Adresse, weil diese ist nicht richtig. Na, erstmal muss mein Computer ja fertig hochgefahren sein. Das dauert. Ja, alles gut, also, wir warten. Wir warten in der Linie. Ja, das, wie gesagt, da hält ja hier nur noch aus Spucke und Klebeband. Aber wir sind schon in den Startlöchern für was Neues. Alles gut, wir warten. Ups. Ja, ja. Aber irgendwie habe ich heute nicht verstanden, was wir jetzt bei der Bank gesucht haben. Weil wir sind doch da hingegangen, um was billiger zu machen. Aber wahrscheinlich ist ja das. Ja, aber wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, nach unserer Ansprache ist Verkaufen vergangen. Ich weiß es nicht. Weil normalerweise bieten die einem doch immer was an. Aber diesmal ja nicht. Haben wir so tot gequatscht. Ja, also er braucht noch mit dem Hochfahren. Das. Alles gut, wir warten. Mhm. Ist nicht so ganz das neueste Modell. Wir haben keinen Kaffee mehr. So, ich habe jetzt aufs Internetfenster drauf gedrückt, aber es dauert noch eine Weile. Ja, alles gut. So, und die E-Mail, die haben Sie jetzt schon geschickt? Ja, haben wir, aber bei uns steht, dass Sie haben nicht richtige E-Mail-Adresse angestanden. Können Sie bitte mir buchstabieren Ihre neue E-Mail-Adresse? Ja, was haben Sie denn da für eine Domain-Endung? Was ist denn das? Welche haben Sie denn da? Vielleicht einfacher. knusprig.gmail.com. Ach so, ja, nee, da reicht dann @mdcc.de am Ende. Also statt E-Mail. Knusprig.gmail.com und was noch? Nee, knusprig.knusprig@mdccfun.de. Können Sie bitte ein bisschen langsamer das sagen, buchstabieren? Ja, also Vorname da, also der Name ist der gleiche, nur dann. Ja. Und dann hinter dem @md. MD, ja. CC. DP? Nee, CC. CC, ja. Ja. FUN.de. FUN.de. .de. Ja. Okay. Ich probiere jetzt. Mhm. Also, das ist knusprig.mdccsun.de, ja? Ja, genau. Super. Wir probieren noch einmal, eine Minute. Mhm. Nehmen Sie sich Zeit. Ist noch nichts da. Ja, wir versuchen das noch einmal schicken. Es muss da sein. Und, prüfen Sie bitte? Noch nicht, nee. Ist noch nicht da. Was ist los? Hunger? Gibt's denn jetzt zu essen? Hm. Hallo, das ist nochmal David. Ja. Ja, aber Sie sagen uns nochmal falsche E-Mail-Adresse. Nee. Nee, warum? Weil wir können Sie nicht E-Mail senden. Ja, dann haben Sie was falsch gemacht bei der E-Mail. Ah.
Vielleicht sie lachen mit mir. Was? Vielleicht sie lachen. Ja? Hören Sie mich lachen? Sie sagen nochmal und nochmal schlechte E-Mail-Adresse. Nee. Warum machen Sie so? Ich habe doch nur einmal meine E-Mail-Adresse gesagt. Oh, okay, bitte schon. Sagen Sie mir bitte nochmal, aber mit... knusprig@mdccfun.de. Ja, wir haben wir senden auf diese E-Mail, ja? Aber es gibt das Address not found. Ja, dann haben Sie ganz klar. Dass diese E-Mail ist nicht richtig. Ja, dann haben Sie da einen Fehler gemacht. Ja, ich habe nicht Fehler gemacht. Können Sie nochmal knusprig.knusprig? Ja. mdccsun. fun.de. F? Ja. MF? Nee. MDF? knusprig@mdccfun.de. sun.de. Ja? UN, nicht S. FUN. MDF? Nee, mdcfun.de. Ah, fun.de. Da? .de, ja. So. Okay, probieren wir jetzt nochmal. Ja, also wir haben es schon gesendet. So haben Sie jetzt rausgeschickt, dann gucke ich mal. Bitteschön? Ja, wenn Sie jetzt rausgeschickt haben, dann gucke ich nochmal. Ja, Sie können jetzt nochmal gucken. Okay, Moment. Probieren. Jetzt ist was da, ja? Gibt es etwas? Ja, hier steht Deposit. Ja, von Ray Hansen? Ja. Ja, von Ray Hansen. Also, gut. Jetzt klicken Sie bitte Deposit. Aha. Da springt mein Virenschutz an. Und die Seite lässt sich nicht öffnen. Sie können nicht öffnen, ja? Ja, mein Virenschutz sagt hier, wir haben die Verbindung zu direkt.cpmrev.com sicher abgebrochen, da die Webseite mit... Ach so, gibt es jetzt Fehler auf dieser Webseite, ja? Ja, mein Virenschutz sagt, dass das Scam ist. Das geht nicht. Scam. Also Moment, ich sehe noch. Sehr witzig, da klickt man hier auf dem Button und da geht gleich der Virenschutz an und sagt einem, dass das ist. Ja, können Sie nochmal wiederholen? Weil ich rate mit meiner Kollegin über diese Probleme. Ich habe nicht gut gehört. Ja, da steht ja, der Virenschutz bricht das ab. Man kann den Link nicht aufmachen. Ah, Sie können nicht den Link aufmachen. Ja, okay, jetzt probiere ich. Moment. Also, vielleicht können Sie kopieren diesen Link von Deposit und im Browser öffnen. Nee, geht ja nicht. Es geht nicht auch, ja? Richtig. Also unterbricht gleich der Virenschutz und sagt gefährlich. Also. Mach euch da mal ein Screenshot. Also, okay, ich sende E-Mail für Sie von meinem E-Mail-Adresse? Ja, das macht ja keinen Unterschied. Ich habe jetzt mal direkt auf die E-Mail-Adresse geantwortet mit dem Screenshot, was da für eine Meldung kommt. Sie haben auf diese E-Mail-Adresse geantwortet, ja? Okay, wir sehen doch. Da ist der Screenshot drin und da siehst du das, was das Problem ist. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich hoffe, dir hat das Hörspiel gefallen. Wenn ja, dann zeig's doch gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du magst, dann abonniere noch schnell den Kanal, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Außerdem unterstützt du den Kanal damit. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.